Aloha Gamerinos und Gamerinas, willkommen bei Unicorn Storm und willkommen zum dritten Tag unseres Escape Room Adventskalenders. Und ich habe es mir wieder schön gemacht, ich habe es mir weihnachtlich gemacht, ich habe es schön warm und ich habe mir ein schönes warmes Feuer im Kamin angemacht. Ah. So ein schön warmes Feuer im Kamin. Schön. Und ich denke, damit bin ich gut ausgerüstet, um das nächste Kapitel zu lesen. Schauen wir mal, was heute passiert. Der 3. Dezember. Nachdem Mats jeden Buchstaben durch den im Alphabet nachfolgenden ausgetauscht hatte, war die Botschaft klar gewesen. Schlüssel unter Lehne. Es stimmt überhaupt nicht. Es war ganz klar Schlüssel unter der Lehne. Nicht mal die Zusammenfassung dieses Buches macht das korrekt. Sofort kniete er sich auf den staubbedeckten Boden und untersuchte die Armlehnen der beiden kaputten Bürostühle. Tatsächlich, unter einer war mit einem Klebestreifen ein kleiner silberner Schlüssel befestigt. Zu klein, um in das Türschloss zu passen. Deshalb versuchte Mats sein Glück an den Handschellen. Er klemmte den Schlüssel zwischen seine Lippen und schaffte es, nach zwei Anläufen das kleine Ding in die Öffnung zu stecken. That's what she said. Dabei musste er sich so konzentrieren, dass er trotz der kühlen Temperaturen des Kellers unter seinem Weihnachtsmantel ins Schwitzen geriet. Ja, weil ein dicker Weihnachtsmantel nicht der einzige Grund ist, warum er schwitzt. Ja, weil es die Konzentration... egal. Er drehte den Schlüssel um und spürte Daten von wegen. Er musste sich so konzentrieren, dass er trotz dessen, dass er an der Heizung saß und in Flammen stand, ins Schwitzen geriet. Oi. Er drehte den Schlüssel um und spürte, wie sich ein kleiner Widerstand löste. Die Handschellen sprangen auf und Mats nahm sie erleichtert ab. Er rieb sich die Handgelenke. Toll. Er rieb sich die Handgelenke und sein Blick fiel kurz auf die lindenblattförmige Narbe, die er am rechten Handrücken trug. Der Gedanke kam schneller, als er ihn verdrängen konnte. Irgendwie passend, dass gerade ihm so etwas passierte. Dann wischte er seine Erinnerung beiseite und machte sich nochmal an der verschlossenen Tür zu schaffen. Doch auch mit freien Händen und unter Aufbietung aller Kraft konnte er nichts gegen die Stahltür ausrichten. Auf der Tür waren mehrere alte Aufkleber platziert worden. Die meisten davon schienen irgendwelche Warnzeichen und Sicherheitshinweise zu sein. Bedeutete das, dass er in einem Kraftwerk oder einer Fabrik eingesperrt war? Langsam kroch Mats die Kälte in die Knochen und er begann sich zu ärgern. Ich dachte, er war so angestrengt und hatte einen dicken Mantel an. Am Anfang hatte er doch das alles für ein lustiges Spiel gehalten. Ein Abenteuer, über das er später vielleicht sogar würde schreiben können, weil er so ein begabter Journalist ist. Aber jetzt wurde ihm das Ganze doch zu viel. Und langsam kehrten auch Teile seiner Erinnerung zurück. Er hatte doch noch etwas vorgehabt am Abend. Genau, das Date mit seiner neuen Freundin Lena. Hier werden Charaktere aus dem Arsch gezogen in der Geschichte. Die attraktive blonde Lehrerin. Es ist halt so schrecklich deutsch, das ganze Buch. Die attraktive blonde Lehrerin wäre bestimmt nicht begeistert, wenn er zu spät käme. Oder schlimmer noch, gar nicht auftauchen würde. Er hatte keine Ahnung, wie spät es war. Ohne Handy oder Tageslicht konnte er nicht mal sicher sein, ob es überhaupt noch der gleiche Tag war. Ja, weil ihm Tageslicht dabei helfen würde, zu wissen, ob es heute oder morgen ist. Als er sich auf den Weg zu seinem Weihnachtsmannjob in dem großen Kaufhaus gemacht hatte, war es auf jeden Fall Nachmittag gewesen. Daran konnte er sich noch erinnern. Er hatte den Hintereingang des Geschäfts gesucht, als er einen kurzen, aber heftigen Schmerz im Nacken gespürt hatte. Dann war es nur noch schwarz. Seinen Führer hatte sich wahrhaftig einen guten Moment ausgesucht, um zuzuschlagen. In der verlassenen Gasse hatte der Typ genug Zeit gehabt, um sein bewusstloses Opfer zu schnappen und vermutlich in ein Auto zu verfrachten, mit dem er Mats dann in dieses Höllenloch gebracht hatte. Er erinnerte sich an einen Horrorfilm, den er letztes Jahr gesehen hatte. Darin hatte ein psychopathischer Killer Menschen entführt und ihnen Rätsel gestellt. Wenn sie die Rätsel nicht lösen konnten, kamen sie unter grausamen Umständen zu Tode. Mats schauderte unwillkürlich. Gab es solche Psychos wirklich?
Er hatte zwar immer ein Interviewbuch über Mörder schreiben wollen, aber das sollten dann bitte die Mörder sein, die hinter Gitter saßen und nicht die Sorte, die ihm vielleicht die Haut abziehen wollte. Na, nur den Bart, keine Angst. Er musste etwas tun. Fieberhaft begann er, den ganzen Raum abzusuchen. Mit seiner freien Hand riss er die Kartons auf und warf ihren Inhalt auf den Boden. Neben altem Geschirr, Werkzeug und halb verschimmelten Büchern fand er einen großen Schlüsselbund mit einer riesigen Anzahl Schlüsseln daran. Er ging zur Tür und probierte alle aus, doch keiner öffnete das Schloss. Dann hatte Mads eine Idee. So, wir haben jetzt also einen ganzen Bund voller Schlüssel und eine Tür und wir wissen nicht, wie wir die Tür aufkriegen. Die Frage ist, was tut Mads? Erstens, er bricht den Teil eines Schlüssels ab. Zweitens, er kombiniert zwei Schlüssel. Oder drittens, er benutzt den Schlüsselkopf als Schlüssel. Ja toll. Ist jetzt nicht so, dass wir hier einen großen Hinweis drauf haben. Ich meine doch, wir haben einen großen Hinweis. Ich glaube, das ist damit gemeint. Wir sehen das Schlüsselloch nicht wirklich. Wir wissen nicht wirklich, wie das hier aussieht. Neben der Tür ist eine kleine Schaltkonsole, wenn man sich das nochmal anschaut. Neben der Tür ist noch was Kleines und wir haben halt die ganzen Warnschilder. Und wenn man sich einen der Schlüssel anschaut, sieht man, dass der das Biohazard-Symbol hat. Und ich schätze mal, wir müssen diesen Schlüsselkopf benutzen, wahrscheinlich an der Konsole oder so, um dann die Tür zu öffnen. Das bedeutet Nummer 3. Und Nummer 3 ist, ich kann es kaum erkennen, es ist ein kleines X. Ein kleines X. Ich muss jetzt also auf einer Seite irgendwie dieses komische kleine X finden, das mit Kohle oder so gemacht ist. Es sieht seltsam aus. Ich weiß gar nicht, ob man es richtig erkennt. Es sieht seltsam aus. Dann schauen wir mal, wo es sein könnte. Wo haben wir ein kleines X? Oh, wir haben sehr viele Bilder. Nee. Jetzt sehe ich sehe halt, das ist das Blöde. Ich sehe halt schon alle krassen Bilder, die so... Ich sehe schon alles Mögliche, was hier so vorkommt. Ich sehe schon das Ende, weil die Bilder halt trotzdem mit der Geschichte irgendwie zusammenhängen. Irgendwie. Ich meine, ich weiß nicht genau, was sie bedeuten, aber trotzdem sehe ich halt... Ich sehe halt schon voll viele Spoiler. Das ist jetzt aber seltsam. Ich habe jetzt nämlich nichts dazu gefunden. Aber was wäre es? Er kombiniert zwei Schlüssel? Das ist auch Schmarrn. Nein, weil die Sache ist die, es ist nur der eine Kopf von dem Schlüssel. Ach so, er bricht den Teil eines Schlüssels ab. Das kann es natürlich auch sein, dass das damit gemeint ist. Ich habe so gedacht, so man bricht den Schlüssel auseinander oder so. Okay, dann macht natürlich die 1 mehr Sinn. Und da haben wir irgendeinen Buchstabengekritzel. Das müssen wir finden, das Buchstabengekritzel. Aber ich glaube, ich habe das schon gefunden. Ich glaube, es war auf einer der Seiten. Da war ein Spiegel. Auf den Spiegel war was draufgekritzelt, glaube ich. Jetzt muss ich nochmal schauen. Ich habe natürlich nicht wirklich danach Ausschau gehalten. Ein geschmierter Buchstabe. Was könnte das andere sein? Was wäre, wenn man er kombiniert zwei Schlüssel? Wäre eine Tür. Nein, das... Das kann natürlich tatsächlich sein. Wir haben einen der Schlüssel, der hat einen größeren Kopf als der andere, als die anderen. Und einer hat eben dieses Biohazard-Symbol. Und vielleicht müssen die kombiniert werden miteinander. Das heißt, die beiden Schlüssel sind eigentlich ein Schlüssel. Kann natürlich auch sein, wenn man sich das mal so anschaut. Hier sieht man das richtig. Der eine Schlüssel hat... wo ist er? Wie komme ich da hin? So, da hat einen größeren Kopf. Und der andere hat das Biohazard-Symbol. Okay, es würde bedeuten, dann doch Nummer 2. Er kombiniert diese beiden Schlüssel, weil das Zeichen auf dem Warnschild hat auch nochmal einen Kreis drumherum. Dann könnte das vielleicht sein. Oh Mann. Okay, also 3 Versuche für 3 Antworten. Das war ziemlich schwach von mir jetzt. Wir haben hier einen Raum mit ganz vielen Türen. Ich weiß nicht, ob das sein soll schon. Sieht aus wie eine Tür, aber an einer anderen Wand. Aber ich sehe schon, ich versau das komplett. Ich stelle mich gerade so blöd an. Ich habe es gefunden. Es war weiter vorne und ich habe natürlich nicht weit genug nach vorne geblättert. Das ist dieser Raum. Und da haben wir die Tür. Das ist die Tür, die wir öffnen müssen. Und hier hinter, ich schaue sie mir nochmal an, ob das wirklich die richtige Tür ist. Ja, es ist die Tür mit so einem, wie so ein Fenster oder sowas, um mit jemandem da drin zu sprechen oder so. Jawohl, das heißt, hier hinter dieser Seite befindet sich der 4. Dezember, ja. Das heißt, Mads wird es schaffen, diese Tür zu öffnen, weil er
zwei Schlüssel miteinander kombiniert. Und zwar die beiden ganz außen, um das Biohazard-Symbol daraus zu machen. Und dann wird er wahrscheinlich hier gegen die Zombies in dem Umbrella-Keller kämpfen müssen. Und das werden wir dann sehen, wie es weitergeht. Also Leute, bis morgen!